Im zweiten wurde eine Mauer zwischen Nord- und Süd-Düsseldorf gebaut. Hier seht ihr einen kleinen Ausschnitt, der euch zeigt, wie ernst die Lage war. Ja, so schlimm war es damals. Man konnte lediglich durch ein geschicktes Briefsystem kommunizieren und berichten, was auf der anderen Seite passierte. Die tapferen Krieger bereiteten sich auf den schweren Kampf vor. Die Menschen brauchten dringend Geld zum Überleben und verkauften deshalb ihre antiken Antiquitäten. Hallo. 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 Geh mal rein, oder? Geh mal rein. Okay, ich habe jetzt hier eine Trommel mitgebracht. Die habe ich von meiner Oma geschenkt bekommen, damals, vor ein paar Jahren. Und ich dachte mir, die steht nur zu Hause rum, ich benutze sie nicht, ich bin nicht musikalisch. Und ich mache ja jetzt eine League of Legends Karriere, wollte ich durchstarten und dafür brauche ich Skins. Und um mir diese zu bezahlen, dachte ich mir, verkaufe ich die Trommel doch einfach mal und gucke, was mir hier die Händler so bieten. So, hab ich jetzt. So, Manfred, Hallo Manfred. Wolfgang, wir können das so machen. Ja, geht mir genauso. So, dann stell mal vor, was hast du denn da Ja, Schönes? ich habe hier eine Trommel mitgebracht. Okay. Ja, die hat mir meine Oma vermacht. Hat die mir mal mitgebracht und da dachte ich mir, ja, die steht noch rum, ich bin nicht musikalisch. Und da dachte ich mir, verkaufe ich die doch einfach mal. Und dachte ich mir, hier ist das doch perfekt. Und ja. Also, die scheint in einem guten Zustand zu sein. Wie viele stellen sich denn darunter vor? Also, ich habe da mal im Internet nachgeguckt und. Ich muss sagen, also ich habe gesehen, dass manche ähnliche Art für 2.000 € um die weggehen. Und das habe ich mir dann auch so ungefähr vorgestellt. Ach Quatsch, das können doch locker 5.000 bis 6.000 € knacken. Ach du meine Güte. Also ich kann das schon am Kalb hier erkennen. Das ist bestimmt eine schöne Jugend. Das ist 10.000 Jahre alt und dann ist es keine Antiquität mehr, das ist antik. Also, Oh. da haben sie echt Glück. Okay, alles klar dann. Freue ich mich, Dankeschön. Kein Dankeschön für Problem. diese Expertise. Dann würde ich Ihnen mal raten, zum Händler zu gehen. Hier ist die Händlerkarte. Und Dankeschön. dann wünsche ich Ihnen viel Glück beim Verkauf. Danke, alles klar. Schönen Viel Glück Tag noch. Genau. Hallo. Hallo. Schön, Sie zu sehen. Ich habe hier eine Trommel für Sie mitgebracht. Die gefällt mir. Sehr schön. Sehr schöne Trommel. Interessant. Gute Verarbeitung auf jeden Fall. Ja. 7.000 Jahre alt. Und du? Nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall. Also, ja, ich würde direkt sagen 4.000. Nee. 4.000, mindestens 4.000. Also, da bin ich leider raus. So, ich finde hier, dieses Fell ist erste Klasse. Ganz, was habe ich noch Also, nie gesehen, das ist wow.
Ich würde dann schon mit 4.300 weitermachen. Okay. Also ich sag 4.500. 5.000 ist mein letztes Gebot. Alles klar. Nehme ich, freue ich mich. Perfekt. Ja. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 für Sie. Perfekt. Dankeschön. Ich bedanke mich. Wünsche noch einen schönen Tag. Ja. Tschüss. Ebenso. Schönen Tag. Tschüss. Ja, ich bin zufrieden, hat den Preis erzielt, den ich mir vorgestellt hatte, sogar noch viel mehr. Und ja, ich bin im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Und ich würde auch gerne wiederkommen, wenn ich mal wieder eine Antiquität zu Hause finde. Also ja. Die Vorräte wurden immer knapper und knoppers. Es ging sogar so weit, dass man sich am Hab und Gut des anderen bediente. Ich hoffe, ich kann den Apfel heute in Ruhe essen. Ey, du fette Qualle! Hast du meine Schwester angemacht? Ob du meine Schwester angemacht hast, habe ich gefragt. Boah, der Junge wird jetzt zerlegt. Hier, wird ein gutes Facebook-Video. Der ist jetzt meiner. Hat denn die Mami mitgebracht? Puh, boah, ekelhaft ist die Scheiße. Komm, Alter, das hasse ich dir, das halte ich von dir. Wir wollen ja nichts unvergessen lassen, ne? Nein! Jedoch gab es hin und wieder einen herzhaften Samariter, welcher sich um seine Mitmenschen sorgte und aus dem Imbiss Essen reglementierte. Da ist der Peter, guten Tag. Der wird mit der Bestellung. Irgendwo in der Block. Zweimal Jägerschnitzel mit Pommes frites wie immer. Und dann für Manni bringst du ein großes Pommes frites. Und Zigeunersoße. Ja, und ein Brötchen. Alles klar, ich schicke die Jungs hoch. Grüß meine Frau. Tschüss. Doch durch eine heroische Tat eines Junge wurde die Mauer pulverisiert und dem Erdboden gleichgemacht.